That doesn't seem to work. Take cover! It's gonna blow! I'm not going in there. You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000, PM. My evil computer-controlled robot arms are too powerful for you! Help me! Please! Help me! You will never defeat me! I can't reach that. There is no way to get by my computer-controlled robot arms of death! My evil computer-controlled robot arms are too powerful for you! I have become one with Pillowtron 3000! I'm not going in there. There is no way to get by my computer-controlled robot arms of death! Hey, new ghost, I told you not to bug me. Hypothetically, if I was to get the crystal, how would I use it? Well, you're not going to get it. Okay, hypothetically, you would just take it into my secret room, and you'd be able to talk with the living. That's it. Oh, verdammt. Ich hatte die ganze Zeit mein Mikro aus. Ja, also ich habe jetzt angenommen, er hätte jetzt endlich mal die Eier dazu. Aber nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich weiß jetzt aber auch gerade nicht, wie ich sonst an diesen Roboterarm dran vorbeikommen soll. Sind das vielleicht Roboter? There is no way. I'm not going in there. I'm not going in there. It's my joke book. It's my joke book in perfect condition. If you don't mind, Hans. Ach, ein Moment mal. Colossal. Ah, shit. Ein Moment. Text Adventure, Legende von Ron Gilbert wird zitiert als Text Adventure bleiben die Zukunft, das mit der was Grafik will bald keiner mehr haben. Wenn sie die Colossal Dungeon Höhle betreten, Haus zu wieso? Führt der Weg nach Osten in sofortigen Tod, okay? Ah, das ist echt scheiße zu lesen. Gehen Sie nach Westen und schauen Sie sich um. Es gibt nicht viel zu sehen, aber Sie können was Wichtiges finden.
Die Designer halten hier Anzu, was versteckt? Vielleicht nur ein roter Hering. Gehen sie weiter nach Westen und sie finden sich in einem Raum mit einem Lichtstrahl wieder. Viele haben sich gefragt, was dieses Licht wohl mit der Story des Spiels zu tun haben könnte. Wann? Okay, das kann ich nicht. Das ist echt scheiße zu lesen. Die in den Kammer mit den Robotern stehen, kann das geheime Diba-Kommando. Spiel und Puzzlespiel, das Spiel und damit den ganzen Computer zum Absturz bringen. Okay. Wir können den Computer irgendwie zum Absturz bringen. Verdammt. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass ich das komische Ding besitze. Okay, geben. Thanks a lot. Gehen Sie nach Westen. Umsehen. Westen. Gehen nach Süden. Gehen Sie weiter. Also, Designer halten hier angeblich was versteckt. Vielleicht nur ein roter Hering. Gehen Sie weiter nach Westen und Sie finden sich in einem Raum mit einem Lichtstrahl wieder. Viele haben sich gefragt, was dieses Licht wohl mit der Story zu tun haben könnte. Das war Warnung. Falls sie in der Kammer mit den Robotern stehen, kann das geheime Diba-Kommando Pizza, oder? Ja, ich will den Computer jetzt zum Absturz bringen. Benutze die Tipps. Okay, das funktioniert nicht. Dann nochmal. Text Adventure Chuck Mode. Ja, aber wie kann ich jetzt das Debug-Ding aktivieren? Norden. Malerei. Zieh dich um. Malerei. 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 Was eintippen kann ich auch nicht.
Das wäre noch schöner. Tic-Tac-Toe. Verdammt nochmal. Auf den Robotern stehen kann das geheime Lieber-Kommando Hitzerfarm das Spiel und damit den ganzen Computer zum Absturz Reboot bringen. Okay. Gehen wir zum Fabrikausgang. Okay. It doesn't work on that. Schade, wäre auch zu schön gewesen. It will only work in the non-existent Betamax player. It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use near the end of the game. Geh nach Westen. Es riecht nach Tod. Irgendwas von wegen roter Hering. Ich verstehe einfach nicht, was die jetzt von mir wollen. Ich habe ja nur diese Möglichkeiten. Zieh dich um. Geh Richtung Süden. Nochmal Norden. Waldmalerei wieder untersuchen. Sehe mich mal um. Geh Richtung Süden. Okay, irgendwas muss ich mit diesem verdammten Text-Adventure machen. Ich weiß nur nicht was. I don't want to do that. It would make it look red. Nee, das funktioniert auch nicht. Ach, Mann. The label says Pillow Bear. I'll just take a little hug to keep me going. You are all doomed! I'm not going in there. Draußen ist auch nichts mehr. Muss ich vielleicht mit nochmal mit dem. Wer hat mir das denn nochmal verkauft? Das war, glaube ich, der Kerl auf der Comic-Con. Oder Timbal-Con. Das Ding ist aber auch schwer zu lesen.
Da. Hi. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals, and original Star Trek spec scripts. I have a level 7 wizard. Doug's a good D&D DM. Okay. I've read all these comics. Okay. I love Star Trek. I want to live on the Enterprise. Okay. Ja, die Enterprise ist echt nicht so besonders toll. Das Problem ist, als normalsterblicher, irgendwie als Ensign oder als Arbeiter auf dem Maschinendeck, da sitzt man dann den ganzen Tag, arbeitet und abends hat man dann im Grunde seinen kleinen Raum auf der auf ENT, also auf der NX-01, weil man sogar in einem Mannschaftsquartier mit einer zweiten Person untergebracht hat, hatte also noch nicht mal ein eigenes Zimmer. Und später das Holodeck, man sieht ja im Grunde immer nur, wie die Offiziere das Holodeck verwenden. Wahrscheinlich gibt es da so eine Warteliste für alle anderen. Die Offiziere dürfen einfach jeden rauswerfen. Ja, ich will jetzt einfach das Holodeck haben. Scheiß was drauf. Naja, was soll's. Ich meine, sowas ist doch echt gefragt. Help me, please! Geh nach Osten. Umsehen ist Richter Tod. Geh wieder nach Osten. Geh dich um. Geh nach Norden. Und geh nach Osten. Und ich bin wieder tot. I did it! I reprogrammed those robots. Ja, das hast du, das stimmt wohl. Betrachte das Handbuch. Nee. It's a red gel decoder. I don't want to do that. It would make it look red. Was ist das hier unten eigentlich? Sieht für mich aus wie eine Falltür. Irgendwas, was zugemacht worden ist. Okay, ich würde einfach mal sagen, in der nächsten Folge probieren wir noch weitere Kombinationen hier an dem Computer aus. Vielleicht funktioniert das ja. Bis dahin.